Ja, willkommen zum allerersten Video als 38-Jähriger. Das ist die Glückwunschkarte von der Tochter meines Bruders und hat sich da als 11-Jähriger die Mühe gemacht, das Ganze noch in der ersten Landessprache zu verfassen. Also Respekt, ich hätte das in diesem Alter noch nicht gekonnt. Und tatsächlich zählt diese erste Landessprache als Französisch, als Schweizer, nebst dem Dialekt und der deutschen Sprache zu der Sprache, die ich notentechnisch aufgrund von Prüfungen bisher die beste Leistung in allen Arten von Kursen, die ich da absolviert habe, erreicht habe. Zuletzt hier bei diesem Lehrgang zum Agrotechniker, höhere Fachschule. Und hier geht es da, das zu erkennen, dass ich Französisch hier im ersten Semester diese 5,0 erreicht habe und im zweiten etwas geringer. Das hat auch damit zu tun, dass ich da auf andere Sachen konzentriert habe, da natürlich andere Fächer in diesem Lehrgang wichtiger waren als dieses hier und dennoch hat es letztendlich nur zu einer 3,8 gereicht. Und das ist tatsächlich nicht das erste Mal. Bereits bei meiner allerersten Ausbildung, die ich da absolviert habe zum Landschaftsscanner, hatte ich da die Thematik wegen der Fallnote in der praktischen Arbeit eine 3,9 und ein Jahr später mit der Reduzierung der bestandenen Prüfung dann diese Prüfungsaufgaben bestanden. Und in der Zeit habe ich da viel recherchiert, gesucht, woran kann es liegen, als einziger meiner Klassen, der da in seinem Jahrgang das nicht bestanden haben konnte. Und es waren ja Zahlenaufgaben, also viel Mathematik mit negativen, positiven Zahlen. Und das hat auch dazu geführt, auch mit Prozente, dieser Umgang, das ist einfach etwas, was wichtig ist und dennoch nicht so beherrsche, altersbedingt. Und auch dann bei der Zweitausbildung in der Weiterbildung zum Agrokaufmann, die ich im Sommer 05 gestartet habe, wo es dann bereits im ersten Semester, respektive Ende zweiten Semester, den kaufmännischen Bereich abgeschlossen war, da kam die Thematik mit den Variablen der Kovarianz zur Anwendung und dort habe ich dann im ersten Semester sehr gut, fast eine 5 und im zweiten unter eine 4 und im Durchschnitt hätte es gereicht, aber die Agrarfächer in diesem Lehrgang, die haben eine andere Sprache gesprochen, also unter eine 4. Und dieser zeitliche Aufwand und nach dem Auswärtswohnen, das war einfach eine zu hohe Belastung. Demzufolge habe ich ins Kaufmännische gewechselt und ja, habe dort dann mit Französisch intensiver im kaufmännischen Bereich und das hat mir dann sehr geholfen, das zu erreichen zu können. Und ich habe da dann einfach noch zum späteren Zeitpunkt im Sommer 2010 nochmals die landwirtschaftliche Ausbildung begonnen gehabt für ein Jahr. Ich habe es einfach als Praktikum nun so abgeschlossen, da ich da statt ins dritte Lehrjahr, ins 11 bis 12, den Vertrag hätte ich gehabt, aber die Art des Lernens mit der Umgebung, das hat nicht gepasst und bin da frühzeitig bereits in die Landgenossenschaft eingestiegen. Auch möglich, weil ich dann nochmals den Agrokaufmann-Lehrgang als berufsbegleitend jeweils Samstag besucht habe und dort habe ich dann die Möglichkeit gehabt zu lernen. Allerdings kam dann im Online-Bereich eine andere Thematik auf mich zu, die dazu geführt hat, dass ich das abgebrochen habe, weil ich einen Online im Bereich Pflanzenschutz absolviert habe. Das ist wegen eines Teilnehmers von diesem Kurs, der mir das Ganze gezeigt hat, habe ich dort ein Zertifikat erreicht. Ist aus heutiger Sicht sehr hilfreich, um natürlich dieser hinsichtlich die Leute zu beraten, welches Pflanzenproblem, Merkmale eine Pflanze hat. Und das hilft sehr. Und es folgte tatsächlich nochmal eine andere Internetressource und es folgte der Entscheid aufgrund meines Vaters, dass er da MS und verstärkt auch dann kurz vor seinem Pensionierungsstand er zurückging nach Hause und dann kam die Kombination im 2016 mit dem Beginn
der Zweitausbildung als Lehrling und dann habe ich mich mit den schulischen Thematik wieder befasst und habe das tatsächlich nach der verkürzten Ausbildungszeit nicht bestanden. Und diesmal nicht in der praktischen Arbeit, sondern in der Theorie. Und ging dann nochmals ein Jahr lang in die Liebeck zur Schule, statt einfach nur die Winterblock zu absolvieren, dort einfach wöchentlich. Und danach, dort habe ich auch zwei Maturante und einen Maturantin kennengelernt. Und die haben mir dann gezeigt, hey, es ist noch mehr möglich, ich soll mir da erkundigen. Und dann folgte tatsächlich dieser erweiterte Allgemeinbildungskurs, der wurde da angeboten. Also ein Jahr zuvor noch ein Vorbereitungskurs absolviert, der hatte nicht gereicht bei der Aufnahmeprüfung, um dann Prüfung, also in die BMS-Klasse einzukommen. Und mit Hilfe von diesem Pilotprojekt konnte ich dann das umgehen. Und ja, die französische Note, die war jeweils deutlich über eine 4, aber nur einfach, das ist einfach zu wenig gewesen. Und jetzt hat sich dann gezeigt, dass ich zurück in die Logopädie ging. Und dort habe ich dann dieses Buch erhalten, obwohl ich da nie davon ausging, dass ich Legasthenie hätte. Und also ich einfach Lernschance durch kreatives Lesen. Und er hat dann da ein Buch geschrieben und tatsächlich schreibt er da, dass er das bis zu seinem 38. Geburtstagsjahr da in dieser hinsichtlich Mühe hatte, lesen zu können. Und danach hat er eine neue Entdeckung gemacht und dadurch gelang es ihm dann tatsächlich anderen zu helfen, dass in der Sprache, in der kreativen Lesensart und Weise die Möglichkeit besteht, da Vorteile herauszuholen. Und er zeigt auf, dass ziemlich die Bekanntesten, die da etwas geschaffen, erdenkt haben, dass die darin vorkommen. Also ein sehr interessantes Buch, ist einfach viel zum Lesen, aber ansonsten ist es sehr spannend. Und währenddessen habe ich dann auch noch hier das hier erhalten. Es geht hierbei um das Hören. Zunächst einmal ein ganz normaler Hörtest und dann noch ein zweiter individueller Test, wo es nur um kurze, prägnante Wortstücke geht, ohne Bedeutung. Und dann einfach rechts und links jeweils nachsprechen. Und das hat mir dann einen Hör-Audio-Kurs gegeben. Und dann höre ich seit diesem Herbst, Winter 2021 regelmäßig, also jeden Tag, während Minimum 5 bis maximal 15 Minuten. Und ich nehme mal an, gehe davon aus, ohne dass jetzt irgendwie wissenschaftlich da etwas bewiesen wäre, dass das dazu geholfen, geführt hat, dass ich heute so anders etwas rational denke als emotional. Also früher war ich viel mehr rechts, das Schöne, das, was sich toll anfühlt, das, was einfach Spaß macht. Und mittlerweile ist die linke Gehirnhälfte, die mehr logisch und einfach faktenorientiert unterwegs ist, dass die besser miteinander da zusammenspielen. Also die Simulation, Synchronisation, rechts, links, rechts, links, die funktioniert um einiges anders. Ob es besser ist, das ist einmal dahingestellt. Es ist insofern besser, dass ich da andere Überlegungen gemacht habe, in Bezug nehmend, dass ich ja aufgrund dessen, dass ich da diese Akkutechnik zwar nicht geschafft habe, allerdings den Auftrag erhielt, mich um einen Betrieb zu bewerben und dort habe ich dann bei dem Zusammenstellen von dem von Lebenslauf festgestellt, dass ich zwar das Bürofachdiplom gemacht habe, das Handelsdiplom, aber dann auch diese Qualifikationsverfahren für das EFZ, das Kaufmann. Doch dort hatte ich in den Fächern französische Sprache, erste Landessprache, 3,9 erreicht. Erstmal so unter eine 4 und im Englischen 3,8, obwohl das das erste Mal ist in einer Ausbildung, das ich überhaupt gelernt habe. Und das nächste Fach war noch W und G, steht für die Abkürzung von Wirtschaft und Gesellschaft. Da gibt es einen schulischen Teil, da habe ich einfach die Möglichkeit, das Ganze zu üben, mit entsprechenden inhaltlichen Fächern. Hierbei geht es dann um den Bereich anhand eines Fallbeispiels,
der darlegt Unternehmen, Umwelt, Anspruchsgruppen, dann Gründungsfragen, Handelsregister, Rechtsformen, Organisation, Marketing, Angebot, Kaufvertrag, Kalkulation, Arbeitsvertrag, Mitwirkungsrechte, Versicherungsfragen, Buchungsrechte, Buchungsbelag, Kennzahlen und Feedbackprogramm und die entsprechenden Fallbeispiele mit Kapital, Kennzahlen, Privatkonto, Jahresabschluss, Schuldbeschreibung und Mietvertrag und Hinweise. Das war der eine Teil. Und der andere Teil war dann regional, auch W&G einfach, das ist der andere Teilbereich. Und diese beiden Fächer habe ich jeweils eine 3,5 erreicht. Und hier geht es um die Dokumentation von dieser Fallstudie. Dann Bereiche der Ökologie, der Staatskunde, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Rechtskunde. Alle die Fächer, die ich gemäß dem jetzigen Semester, bei dem Lehrgang, den ich da notentechnisch nicht geschafft habe, jetzt auch thematisiert werden, einfach natürlich auf die Agrarwirtschaft bezogen. Und das sind die Fächer, die ich da nachholen darf, weil ich da nachgefragt habe bezüglich, ob das möglich sei. Und sie haben mir dann einfach mitgeteilt, aufgrund des Bildungsreglements, seit dem Zeitpunkt, wo ich die Ausbildung im Februar 2007 begonnen habe, hat das noch ihre Gültigkeit bis im Sommer 2025, danach verfällt es und es greift ein anderes Reglement in Kraft. Das, als ich das wusste, war klar, im nächsten Sommer nochmals zur Schule, einmal ein Tag in der Woche, Französisch, Englisch und W&G regional, wie auch das schulische Teil nachzuholen für die Prüfungssituation, und während dieser Zeit ist es notwendig, erforderlich, auch berufstätig zu sein und das Kaufmännische da auch nachweislich nachweisen zu können und dann mit spätem Abschluss auch noch über ein EFZ als Kaufmann zur Verfügung zu können, zu dürfen. Das, die Idee dazu, die hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Plan gehabt, aber natürlich dieses Zeugnis wäre hier tatsächlich auch gut gewesen, dann hätte ich da einfach weitergemacht. Doch das führt dazu, dass ich mich da neu orientieren musste, anders da auch wegen der Vervollständigung der Bewerbungsunterlagen, dass nun das die neueste Erkenntnis ist. Und ja, das heißt ab sofort, dass ich regelmäßig, wöchentlich, idealerweise täglich, vormittags, nachmittags Französisch und Englisch Wörter so in meiner Freizeit lernen tue und natürlich auch diese W&G-Fächer, das was ich habe, einfach nochmals durcharbeiten tue, bis dann soweit ist mit dem Schulstart und natürlich mich um eine entsprechende Arbeitsstelle da mich nun organisatorisch organisieren tue. Das sind die neuesten Erkenntnisse. Demzufolge wird es bis dahin nur noch ab und zu Videos geben mit etwas Neuem, sobald etwas Wesentliches ist. So allgemeine Videos, die ich bislang hochgeladen habe, die gibt es nicht mehr, weil darauf ist jetzt die Konzentration, dass ich da ein sehr ausführlicher Wortschatz verfüge über Französisch, weil das ist letztendlich dieses Schema von diesem Zertifikatsstufe, da geht es letztendlich nur darum, dass aufgrund des Textes die richtige Größe setzen und diese hier, diese Tabellenschema, sollte dann die richtige Punktzahl hier angeben, damit ich dann da auch mindestens die Anforderungen erfüllt habe, weil ein zweites Mal gibt es nicht und darauf ist ab sofort die Konzentration zu legen. Das Lehrmittel zu, welches dafür nutze, ist das hier einerseits, das ist dieses mit Volumen 1, es gibt noch ein zweites und während des EA-Kurses, der weit allgemein Bildungskurs für das Niveau der Berufsmaturität habe ich dieses hier erhalten. Das, was ich da jetzt noch erhalten habe im Akkutechniker, das hilft auch, das ist einfach nicht der ideale Wortschatz, aber grammatikalisch ging es bis hin zum Passe Composem, also die Vergangenheitsform und teilweise
ja, ist das längst ausreichend, da ich ja notentechnisches erreicht habe. Aber das ist doch anstrebenswert, weil mit dem habe ich zwar diesen Zugang zu einer höheren Bildungsschule, Stufe-Level gegenüber einem Akkutechniker oder Akkukaufmann, wo es eher darum geht, dann auch das Praxis in der Berufswelt umzusetzen, anwenden zu können, damit beruflich tätig sein zu können. Das ist der hauptsächliche Unterschied. Ich hoffe, mit Hilfe von diesem Audio, was ich da angefangen zu hören, das nach wie vor hört, da gibt es alle knapp 3 Monate wiederum einen neuen Hörtest, der da individuell angepasst wird, um da die neue Fortschritte zu machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich im Grunde genommen genau so normal in Anführungs- und Schlusszeichen denke und handle und fühle, wie jemand, der ganz normal zur Schule geht, die Matur macht, studiert und arbeitet. Das ist im Prinzip der Hintergrund, Leute zu helfen, zu unterstützen, die nicht die genau die gleiche menschliche Anforderung oder viel besseres Wort Fähigkeit mitbringen, um schulisch zu den Anforderungen, schulischer Anforderung gerecht zu werden, um dann möglichst auch die schulische Ebene, die angeboten wird, zu meistern zu können. Zumindest bis EFZ, gegebenenfalls natürlich die höhere Schulstufe bis zur Berufsmaturität. Ob das dann auch tatsächlich gelingt, steht auf einem anderen Plan. Aber bis jetzt habe ich tatsächlich die Ergebnisse auch da verblüffenderweise ist auch schon ein Ergebnis, dass ich da die Videos nicht mehr produziere, dass ich mich auf andere Dinge mich nun konzentriere, priorisieren. Das ist das, was ich da mitteilen wollte. Und auch für mich natürlich, dass ich darauf zurückgreifen kann. Ist jetzt etwas länger geworden, aber letztendlich ist es auch gut so, da ja zukünftig kaum weitere Folgen werden. In diesem Sinne, falls Fragen sind, nutze die Funktion, die hier zur Verfügung stehen. Dafür sind sie da. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, spätestens dann, sobald ich diese Schule dann gestartet habe, gibt es da mit Sicherheit ein weiteres Video.